Aus diesem wurde das damals völlig unbedeutende Ankara 1920 jäh erweckt. Es war die Zeit der türkischen Befreiungskämpfe gegen britische, griechische, französische und italienische Truppen. Der Verlierer an der Seite Deutschlands des Ersten Weltkriegs, Türkei, wehrte sich gegen die Bedingungen der Sieger und gewann am Ende. Das Glück von Ankara damals: seine Mittellage in der Türkei und eine Eisenbahnanbindung. Aus diesen eher schlichten Gründen machte Mustafa Kemal Atatürk das 20.000 Seelenstädtchen zur Hauptstadt seines neuen Staates, zu seiner persönlichen Traumstadt. So geschehen vor fast genau 90 Jahren. Ganz bewusst hatte sich der Feldherr und Staatsgründer gegen Istanbul entschieden. Ankara sollte für eine Zeiten- und Politikwende stehen, für Distanz zur untergegangenen osmanischen Welt. Aus dem neugriechischen Angora wurde damals hochoffiziell Ankara. Aus diesem wurde das damals völlig unbedeutende Ankara 1920 jäh erweckt. Es war die Zeit der türkischen Befreiungskämpfe gegen britische, griechische, französische und italienische Truppen. Der Verlierer an der Seite Deutschlands des Ersten Weltkriegs, Türkei, wehrte sich gegen die Bedingungen der Sieger und gewann am Ende. Das Glück von Ankara damals: seine Mittellage in der Türkei und eine Eisenbahnanbindung. Aus diesen eher schlichten Gründen machte Mustafa Kemal Atatürk das 20.000 Seelenstädtchen zur Hauptstadt seines neuen Staates, zu seiner persönlichen Traumstadt. So geschehen vor fast genau 90 Jahren. Ganz bewusst hatte sich der Feldherr und Staatsgründer gegen Istanbul entschieden. Ankara sollte für eine Zeiten- und Politikwende stehen, für Distanz zur untergegangenen osmanischen Welt. Aus dem neugriechischen Angora wurde damals hochoffiziell Ankara.